komme ich aber noch! Nein! Da komme ich aber noch! Nein! Da komme ich noch! Ey, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Wir haben 5 Millionen GTA-Dollar im GTA-Online-Modus und werden heute ein Duell machen gegen iCrimex. Was geht? Bist du bereit? Was geht ab? Woo! Okay. Und zwar, wir haben 3 Disziplinen vor uns, Max, wo wir gegeneinander antreten, aber du dürfst maximal nur 5 Millionen Dollar ausgeben. Und zwar, okay, die erste Disziplin ist, wir fahren ein Rennen. Also hier kommt es darauf an, dass du dir ein Auto kaufst, was relativ gute Performance hast, was halt schnell ist, gute Performance hat, alles drum und dran. Dann die nächste Disziplin ist ein Beschleunigungs-Drag-Race auf dem Flughafen. Also das Auto sollte besonders gut in der Beschleunigung sein. Mhm. Und das letzte ist ein Shoutout-Battle, wo wir uns auch gegeneinander fighten. Es ist aber nicht erlaubt, hier ein gepanzertes Fahrzeug zu nehmen, weil sonst wäre es natürlich ein bisschen unfair. Max, insgesamt 5 Millionen Dollar. 3 Fahrzeuge musst du besorgen und es geht auch schon los. Wir haben dafür insgesamt, deswegen zeittechnisch auch ein bisschen schneller sein, Max, 25 Minuten Zeit. Oh mein Gott, okay, alles klar. Okay, Bro, ich werde mich direkt hier auf den Weg machen. Bro, los geht's. Ich gehe in einen anderen Channel, bis gleich. Jo, bis gleich. So, okay, Leute, also ihr habt gehört, wir haben 3 Disziplinen vor uns. Es geht um 1.000 Euro insgesamt, wo wir natürlich besser sein müssen wie der andere. Und es gibt viele Möglichkeiten, die wir haben. Und zwar, guck mal, Freunde, ich habe mir schon überlegt. Also, wir haben hier einmal das komplett neue, krasse Auto. Das ist nämlich so ein Ferrari, Leute. Der kostet aber 2,8 Millionen. Wir brauchen aber insgesamt 3 Autos. Und da habe ich mir eventuell überlegt, guckt euch mal diesen Grotti an, Leute, was der für eine krasse Beschleunigung hat. Junge, der hat so eine krasse Beschleunigung und kostet deutlich weniger Geld wie der hier. Aber das Auto hat eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit. Aber das wäre halt das, Leute, das Auto wäre halt das perfekte Race-Auto, ne? Das Auto ist aber das perfekte Beschleunigungsrennauto, kostet aber halt wie. Obwohl, Bro, Tempo ist ja geisteskrank. Tempo ist sogar noch schneller als. Oh, Junge, das Auto ist geisteskrank. Das müssen wir uns auf jeden Fall holen. Egal was ist, Leute. Ich glaube, das Auto, das ist das krasseste Auto überhaupt. Ich werde das in die Garage erstmal liefern. Also, wir schreiben uns auf, Leute. Wir haben unsere ersten 2,3 Millionen Dollar oder 2,4 Millionen Dollar ausgegeben. Das haben wir schon mal drauf. So, das ist das Auto, würde ich sagen, was ich für. Boah, das könnte ich egal für Renn- oder Beschleunigung nehmen, Leute. Ich glaube, das Auto würde das alles abziehen. Ich guck mal gerade, ob es vielleicht noch ein Auto gibt, was ein bisschen günstiger ist, aber auch eine krasse Beschleunigung. Oh, der kostet aber auch 2,8 Millionen, Leute. Also wir bräuchten vielleicht ein Auto, was eine krasse Beschleunigung hat, aber deutlich günstiger ist. Vielleicht irgendwie so ein Elektroauto, was halt, ja, nicht so viel kostet. Aber ihr seht schon, die ganzen Autos hier kosten unnormal viel Kohle. Ah, das muss irgendein Elektroflitzer sein, Leute. Irgendwas Elektromäßiges. Der hier. Oh, nee, die sehen alle so teuer. Also, die sehen nicht so teuer. Oh, der könnte hier. Warte mal, Beschleunigung. Oh, der ist Beschleunigung. Nicht schlecht, Leute. Kostet nur 1,5 Millionen. Das wäre auf jeden Fall noch im Budget drinne. Ich bin auch gespannt, was Max sich für Autos holt. Weil wir brauchen ja immer noch ein Auto für Shoutout-Battle. Aber Shoutout-Battle ist auch viel Können. Ich würde eher das Geld hier in einem schnellen Auto investieren. Ich überlege mal gerade. Hier hätten wir noch, wenn ich den kaufe, Freunde. Oh, obwohl, der sieht gar nicht so gut aus, Bro. Da war der andere auf jeden Fall besser. Warte mal, wir gucken mal hier was. Boah, der hat halt unnormales Tempo hier, ne? Das ist halt auch wahrscheinlich eine komplett geisteskrank. Ich überlege mal gerade. Wenn wir den kaufen, Leute, hätten wir noch 300.000 Dollar für Shoutout-Battle. Ich kaufe mir den. Ich sage euch ehrlich, wir kaufen uns den. Damit fahren wir unser Rennen. Das wird unser Rennauto sein, weil der hat sehr, sehr hohes Tempo. Sogar und hohe Traktion. Traktion ist auch extrem wichtig. Das kaufen wir uns, Leute, für unseren, für unseres Rennen. Und dann benötigen wir noch ein Auto für das Shoutout-Battle. Und da gehe ich mal hier in den South San Andreas Store rein. Und kann jetzt noch ein Auto für 300.000 kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwelche Autos für 300.000 gibt, ey. Mal gucken. Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal nichts für 300.000. Super. Hier gibt es einige günstigere Autos. Oh mein Gott, Leute. Wir kriegen für das Shoutout-Battle echt eine Müllkarre. Ich sag euch, klein und wendig muss es sein. Wir nehmen die Karre hier. 155.000. Haben wir sogar noch ein bisschen Geld obendrauf. Nehmen wir, Leute. Hauen wir auch in die Garage rein. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die ganzen Autos an, die wir gerade gekauft haben. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr crazy, wie schnell man hier in GTA 5
so viel Geld ausgeben kann. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die Autos aussehen werden und ob ich eine gute Entscheidung getroffen habe für die einzelnen Disziplinen. So, hier ist ja unsere große Garage, Leute, die hier mehrere Stockwerke hat. Das ist ja quasi das mit einem neuen Update hinzugekommen. Okay, wir gehen mal rein und ich bin gespannt, wie die Autos aussehen. So, wir sind Untergeschossgarage, müsste das sein. Die erste theoretisch, wo die Autos drin gelagert sind. Und hier sind sie auch schon. Wow. Ich sag ehrlich, das Ding ist klein und wendig für Showdown Battle sehr, sehr geil. Dann haben wir hier ja noch unseren... Boah, das ist, Leute, das ist eigentlich wirklich das perfekte Rennauto. Ich sag euch, Real Rap, das Ding ist geisteskrank. Kann ich das hier nicht direkt schon drinnen tunen-mäßig? Und das Ding ist hier für die Beschleunigung, Freunde. Junge. Ich glaube, das ist so ein Elektroflitzer. Kann das sein? So, wir gucken mal kurz. Ah, oh, Bro, Leute, ich sag euch, also irgendwie, warte mal. Beschleunigung ist gut, aber das Problem ist, er hat Heckantrieb, Leute. Oh, ich hoffe, dieses Heckantrieb wird uns kein Problem sein. Guck mal, hat der, ja, Ferraris haben ja logischerweise meist Heckantrieb. Ich muss mal kurz gucken, wenn wir hier so stehen. Folgt, ja, der dreht ziemlich durch. Aber wir können mit Tuning, technisch können wir natürlich noch viel rausholen. Deswegen werden wir das Auto jetzt erstmal in die Dings reinfahren und werden das Auto einmal komplett auftunen. Ich werde es natürlich auch optisch nice machen, dass wir hier optisch auch noch direkt punkten gegen iCrimex, dass er auch noch ein bisschen Angst hat. Panzerung rauf, Bremsen rauf, Stoßstange. Oh, kannst du gar nicht so viel ändern, weil das Auto... Ja, okay, machen wir hier einfach so eine Carbon-Stoßstange. Hinten können wir... Boah, ey, Leute, obwohl, das sieht hier so... Leute, dieser eine Heckdiffuser hier, so ein fetter Heckdiffuser hier noch mit Zierrand, das sieht ganz geil aus. Motorverbesserung muss natürlich rauf. Auspuff. Machen wir hier den Hochleistungsauspuff. Oh, obwohl, das sieht auch geil aus. Boah, das hat auch was, dieser Hochleistungsauspuff. Junge, warum nicht, Freunde? Carbon-Kupfer-Auspuff. Habe ich auch noch nicht so gehört. Vorne noch so eine bisschen schön bessere Front rein. Motorhaube können wir... Boah, das sieht auch geil aus. GT-Motorhaube, warum nicht, Freunde? Rein da. Designtechnisch können wir hier auch noch einiges anpassen. Jo, oh mein Gott, Leute, hä? Das sieht voll crazy aus. Jo, wir könnten ja hier so ein... Oh, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee, was wir machen. Lackierung. Guck mal jetzt hier, Lackierung, Freunde. Machen wir irgendwie hier so zweifarbig, würde ich feiern. Ja? Vielleicht so... Warum hier nicht so ein schwarz Mitternachtsviolett? Ah, obwohl, ich weiß nicht, Freunde. Ich finde da jetzt auch keine passende Farbe. Ich glaube, ich nehme kein Design. Hier haben wir nur noch so ein... Ja, Bro, diese Designs im Allgemeinen... Ja, ich glaube, ich nehme mir einfach so einen gelben Streifen. Ich mache gleich... Passe gleich noch die Farbe so ein bisschen an hier. Aber, boah, obwohl, Junge, so sieht ja schon krass aus, Leute, in schwarz. Boah, in weiß sieht ja auch nicht schlecht aus. Mal gucken, was wir noch so haben, aber ich glaube, ich mache den in matt schwarz. Boah, Junge, der sieht aus wie ein Bettmobil. Crazy. So, natürlich Ausstattungsfarbe auch noch schwarz. Ja, schon ist gutes Ding hier. Seitenverkleidung muss hier natürlich Fett Carbon ran, Freunde. Gar keine, ja, gar keine Frage, Fett Carbon. Obwohl, wir könnten ja als Sekundärfarbe gelb machen. Und dann haben wir... Boah, warte mal, das wird überkrank. Guck mal, hier so gelb, Leute. Jetzt ist hier noch ein paar gelbe Akzente am Auto gesetzt. Das sieht sehr cool aus. Und jetzt könnten wir auch theoretisch hier die Seiten... Obwohl, nee, das sieht Bluff aus. Das sieht Bluff aus. Dann machen wir lieber Carbon, Leute. Dann machen wir hier exklusive so Splitter an der Seite. Hier so eine Frontding. Boah! Boah, auch so ein Gelb-Akzenten. Geile Karre. Spoiler... Oh, auch so ein gelber Spoiler, Leute. Hier so mit so Carbon-Gelb-Elementen. Geil. Und so eine gelbe Sonnenblende. Oh, das sieht, Leute, das Auto. Das wird komplett crazy werden. Schön schwarze Felgen könnte man drauf machen. Man könnte auch gelbe Felgen drauf machen, obwohl... Oh, ich sag euch ehrlich, das Gelb sieht gar nicht schlecht aus. Hä? Voll geil. So, getönte Scheiben. Junge, das ist voll das Bettmobil. Ey, ich sag ehrlich, ich frag mal... Boah, Leute, das Auto sieht so crazy aus. Ich feiere das ja unnormal. Ich sag mal, Max, dass Designpunkte auch noch eine kleine Rolle spielen. Dass wer die besten Designautos hat, dass es halt dann auch noch eine Rolle... Max, ich sag dir ehrlich, ich würde auch machen, dass das Design eine Rolle spielt. Oh nee, Bro, das sagst du mir jetzt. Ja, Bro, ich würde es cool finden. Findest du nicht gut? Also ich gehe halt wirklich voll auf Ding. Ja. Ich gehe auf jetzt habe ich angefangen, auf Funktionalität zu gehen. Ja, aber Design ist doch egal, das kannst du doch nebenbei machen. Ja, nicht unbedingt, Bro. Ich finde ja nicht, dass immer das gut ist. Ja, aber also du hast so quasi mit Reifen gemacht hier so speziell oder was? Ja, oder zum Beispiel, wenn ich Spoiler oder so nicht so gut finde oder keine Ahnung, weißt du, also ich bin jetzt voll auf Funktionalität gegangen. Ja. Aber von, ich meine, Bro, du machst die Regeln. Ja, also, nee, okay, Bro, dann nur auf Funktionalität, alles gut, Bro, mach so, wie du willst. Ich mach meine Autos auf jeden Fall auch cool, weil da
deine Gammelautos lache ich dann aus. So ein Ding ist das. Okay, nämlich. Alles klar. Okay, bis gleich. Ciao. So, okay, Max will nicht auf diese eingehen, ist aber auch kein Problem. Wenn er nicht will, Freunde, hat er schon. Wir müssen mal kurz das erste Auto reinfahren. Und boah, ich weiß nicht, ob es das richtige Auto fürs Beschleunigungsrennen war. Ich bin euch ehrlich, Leute, ich bin euch ehrlich. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl gerade bei dem Auto. Weil der mit Heckantrieb, so, der muss erstmal in Schwung kommen und dann. Ah, mal gucken. Okay, das nächste Auto ist hier unser Race Car. Oh ja, Leute, das ist. Ich bin gleich mal gespannt, wie der sich fährt, Freunde. Unser Race Auto. Ah, Leute, ich glaube, der ist halt deutlich besser in der Beschleunigung, ne? Oh Gott, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Ich kann jetzt nicht mehr wechseln, Freunde. Ich sag mal so, das Ding ist wirklich perfektes Race-Auto. Also es fährt sich auch sehr gut. Man merkt, dass man hat Allrad. Wir haben damit unnormale Traktion. Traktion war voll gewesen. Also wirklich das perfekte Race-Auto schlechthin. Wir müssten gucken, was Max gewählt hat. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher. So, natürlich Panzerung rauf, Bremsen rauf. Das ist natürlich alles egal. Frontstoß. Boah, guck mal hier, die Frontstoßstange, Leute. Also ich sag euch, mein Auto wird auf jeden Fall... Also alle Autos werden auf jeden Fall geisteskrank aussehen. Und ich sag euch auch, das Ding ist, das sollen wir auch nicht unterschätzen. Ich bin der Meinung, dass diese ganzen Funktionen, also zum Beispiel Spoiler und so, auch gutes, also eine gute Performance-technisch das Auto auch besser dastehen lässt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung... Und wir machen hier einfach so ein pinkes Auto, so ein rosa das Auto, Leute. Das sieht doch voll geil aus. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, hä? Junge, das sieht übelst krass aus irgendwie. Guck mal, hier auch das hier. Aber ich nehme diese Streifen hier, Leute. Ich sag euch ehrlich, die Streifen fahre ich ja unnormal. Doppelte Streifen, serienmäßige Carbon-Spiegel rein. Zack, das ändern wir auch. Lackierung lassen war so schön. Hä? Man kann sogar kein Dach auswählen. Ich weiß aber nicht, ob das performance-technisch vielleicht Probleme gibt, Freunde. Ich sag euch Real Rap. Deswegen nehmen wir lieber ein Dach mit drauf. Weil normalerweise ohne Dach ist man ja immer ein bisschen... Boah, Leute. Ist das hier nicht dieser Jesko? Königseck Jesko, Leute? Ich glaube schon. So, Getriebe noch rauf. Turbo auf jeden Fall rein. Reifen können wir so lassen. Finde ich eigentlich ganz geil. Felgen. So, Leute. Das nächste Auto ist auch fertig getuned. Unser Race-Auto. Und jetzt kommt noch das letzte Auto, unser Shoutout-Battle-Auto, wo wir quasi ein Duell mit der Pistole machen, wo wir uns gegenseitig abschießen müssen. Und da müssen wir halt, ja, schon gut schnell sein. Kleines Auto ist ganz gut, weil, ja, da trifft man auch nicht so gut rein. Also ich sag dir, Max, bist du mit deinen Autos zufrieden? Ich muss jetzt noch ein Auto auftunen und dann habe ich alle Autos maximal getunt. Ja, sehr gut. Ich bin jetzt auch bei meinem letzten. Ich sag ehrlich, bei einem Auto habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht und das ist das Beschleunigungsauto. Aber ich bin echt gespannt, was du da ausgewählt hast. Ja, weil dieses Beschleunigungsauto, das ist bei mir, was ich aber leider nicht wusste, Heckantrieb. Das ist natürlich nicht gut. Also der ist schnell, aber der muss auch erstmal in Gang kommen, mäßig so. Also ich bin wirklich gespannt, was du ausgewählt hast. Ich würde sagen, wir starten mit dem Beschleunigungsrennen gleich auf dem Flughafen. Dass das quasi die erste Disziplin ist. Und da entscheidet sich natürlich dann, gut, ich muss jetzt hier mal weitermachen. So, Leute, ich muss sagen, ich bin mit dem Auto jetzt eigentlich, wo ich gerade so gefahren bin, extrem zufrieden. Also, das muss jetzt auch komplett einmal auftunen. Ey, wenn man überlegt, Leute, ich sag euch ehrlich, wenn man überlegt, wie krass teuer das eigentlich alles ist, tune jetzt das Audio auch nicht sonderlich krass auf. Aber wenn man überlegt, auch mit dem Tuning und so, wir sind so über 5 Millionen Dollar drüber, das ist geisteskrank. Guck mal, können wir hier noch ein lustiges Design nehmen. Ich lasse das Design einfach, zack, Dach, Leute. Können wir hier noch so ein bisschen performance-technisch was ranbauen. Spoiler ist auch ganz gut, weil damit, vielleicht schießt er dann auf den Spoiler. Natürlich Getriebe und Turbo-Tuning müssen rein. Weil umso schneller das Auto. Auch wichtig, dunkles Limousinenglas, dass er uns nicht so gut trifft. Das war es auch schon gewesen. Wir haben das Auto hier schnell durchgetunt. Und damit haben wir alle drei Fahrzeuge für das Duell bereit. 5 Millionen Dollar haben uns die alle gekostet. Und wir werden jetzt... Boah, das Auto ist geil, Leute. Ich sag euch ehrlich, für 300.000 Shoutout-Battle, perfekte Karre. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gut. Wir werden ab zum Flughafen fahren und da werden wir das erste Duell gegen iCrimex machen, nämlich das Beschleunigungsrennen. Okay, wie sieht es zeitlich bei dir aus, Max? Weil ich fahre gerade jetzt schon zum Flughafen. Okay, ja, also es sieht gut aus. Was musst du noch machen? Ich bin in den letzten Zügen bei meinem dritten Auto. Okay. Kann man so schon erfahren, hast du für ein Auto besonders viel ausgegeben oder so? Oder? Ich habe ein Auto, was teurer ist als meine anderen beiden Autos. Oh ja, das ist ja logisch. Also was war dein teuerstes Auto? Sehr, sehr krass. Mein teuerstes Auto war 2,4 Millionen. Oha, okay. Mein teuerstes Auto war über 3 Millionen. Was?
Ja. Du hast für ein Auto 3 Millionen ausgegeben? Sogar mehr, über 3 Millionen. Okay, crazy, okay. Beim Shotout-Battle ist schusssicherer Reifen? Ja, das ist erlaubt, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Aber also wir schießen ja eh nicht die Reifen kaputt, aber ich komme mal hier auch ins Los Angeles Customs. Bist du gerade schon hier mit deinem Beschleunigungsauto oder mit deinem Rennauto gerade da? Ich bin da gerade mit meinem Shotout-Auto. Ah, okay. Gut, ja, ich warte dann mal auf dem Flughafengelände auf dein Beschleunigungsauto. Okay, Leute, ich bin jetzt hier auf dem Flughafen. Wir werden mal kurz einmal das Auto testen. Ich glaube halt, also ich muss mal auch gucken, wie wir am besten starten. Weil ich glaube am besten, ich werde so starten. Ja, also guck mal, wir brauchen ein bisschen Zeit, bis wir Grip haben. Aber wenn wir Grip haben, Bro, der marschiert ja echt da vorne, ne? Der marschiert dann echt ultra krass da vorne. Ich überlege gerade nur, wie wir starten. Also ich glaube, ich mache so halt so Handbremse und dann geht's los. Ich glaube, das ist die... Oder, warte mal, ich muss mal gucken, Leute. Also es gibt ja so mehrere Startmöglichkeiten, wie man startet. Wir könnten jetzt theoretisch auch die Reifen so durchdrehen lassen. Nee, Reifen durchdrehen lassen ist, glaube ich, nicht das... Ich glaube, ich starte so wie eben, ich halte die Handbremse gedrückt und dann, bumm, geht's nach vorne, werde ich nach vorne geschossen. Ich denke mal, das ist mit am besten. Und kommst du da gerade schon, Max, oder was? Ja, ich muss hier aber drüber jumpen. Ist toll. Ja, ja, du musst drüber jumpen. Boah, ich bin echt gespannt, welches Auto du dir geholt hast für die Beschleunigung. Sehr. Welches war dein teuerstes Auto? Das Rennauto, glaube ich. Das war ein Tick teurer. Bei mir war das Beschleunigungsauto das teuerste. Also bei mir ist Beschleunigung sogar voll, ne? Okay, krass. Also der, also das war, wo ich den gekauft habe. Aber wie gesagt, der Tech-Antrieb. Nein! Nein! Nein, ja, okay, vorbei, Bro. Vorbei. Was hast du denn da gemacht? Nein. Oh, Gottes Willen. Hast du nicht gesehen, dass es die gibt, die Autos? Doch, nee. Oh, es gibt aber ein Manko, das Ding hat halt auch Heckantrieb, ne? Bro, ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Also, ich hab einen Ferrari hier. Ich habe einen fetten Ferrari, das Ding ist krass. Krass, ich glaube, deiner ist brutal, aber ich weiß, du hast dafür extrem viel Geld ausgegeben und ich das bin auch hat halt wirklich 3,1 Millionen gekostet. 3,1! Also, oh. Ja, das hat halt sehr, ein sehr großes Loch in mein restliches Budget. Ich sag dir ehrlich, ich habe ein sehr, sehr starkes Racecar. Ich bin gespannt, ob du da antreten kannst. Okay, Max, ich würde sagen, wir machen 3 Rennen insgesamt, außer das ist jetzt natürlich direkt klar, dass du gewinnst. Aber ansonsten, wenn es knapp wird, machen wir 3 Rennen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, los! Go. Oh mein Gott! Ja, warte, der ist... Oh mein Gott, da komme ich aber noch! Bro, da komme ich aber noch, Leute! Da komme ich aber noch! Nein! Da komme ich aber noch! Nein! Da komme ich noch! Ja! Yeah! Ey, das gibt's nicht. Bro! Das gibt's nicht. Also, wir können noch mal eins machen. Nein, aber, Hey, ich bin so stark gestartet, aber im Highspeed. Junge, 3,1 Millionen Dollar Auto gerade besiegt, Bro. Nein, im Highspeed. Okay, 3, 2, 1, go! Im Beschleunigen bin ich halt richtig krass, aber dann. Aber guck mal, jetzt komme ich schon. Dann war's das. Ich hatte gerade den besten Start, glaube ich. Ja, der hat oben nicht viel, Bro. Formel 1 Autos haben oben nicht viel. Und da kommt einer. Ich dachte, dass die besser sind oben. Ich dachte, nein. Aber Bro, er kommt. Das ist so knapp, Bro. Das ist. Oh mein Gott, wie knapp. Bro, es ist ultra knapp. Komm, ich würde sagen, weil es wirklich. Wir können mal. Zähl du mal jetzt einmal 3, 2 runter, weil das ist ja wirklich sehr, sehr knapp. Dass wir noch ein Rennen machen. Aber ich habe gesehen, wir sind wirklich beide Male absolut korrekt gestartet, beide. Ja, okay. Zähl du noch mal runter. Ich glaube, der Punkt gehört dir, aber ja. 3, 2, 1, go. Boah, also das, ich hätte auch nicht gedacht, Junge, ich dachte, ich hab verloren. Im Late Game, du kommst im Late Game. Ja, oben zieht meiner krass, Leute, und da komme ich. Nein, das war schlecht. Da komme ich, Leute, da komme ich. Weißt du, was mein Problem ist? Ich wusste, das Ding hat nicht volle Geschwindigkeit, aber ich dachte nicht, dass diese Strecke, so lang ist, dass es Ich hatte auch nicht mehr die Strecke so lang in Erinnerung, aber ich würde sagen, der erste Punkt geht an Stani. Oh mein Gott. So, Max, mein Auto kommt, Junge. Ich will dir das jetzt einmal zeigen, bevor wir uns dein Auto angucken. Und zwar, guck mal hier. Bro, Königsegg Jesko. Das ist eine Maschine. Bro, und der fährt auch wirklich brutal, ne? Also, ich sag dir ehrlich, das Auto hat Volltraktion. Wo ist dein Auto? Wie viel hat der gekostet? Hier links um die Ecke. Bro, meiner... Oh,
Nee. Ich habe einen Porsche genommen. Nee, Bro, du wirst keine Chance haben. Also meiner hat 2,4 oder 5 Millionen gekostet, glaube ich. Also meiner, ich hatte halt leider nicht mehr so viel Geld, deswegen musste ich den nehmen für 1,7 oder so. Nee, du hast keine Chance, sag ich jetzt. Aber also, Bro, ich sag, lass Porsche, Bro, schreib Porsche nicht ab. Schreib nee, Porsche nicht, ich will es nicht abschreiben, aber ich glaube, das wird klar, ganz klar mein zweiter Punkt und dass ich einfach der bessere GTA Online-Spieler bin wie du. Ich würde sagen, Max, wir gucken mal, wohin machen wir das Rennen? Wollen wir einmal bis zu Travers Flughafen fahren? Ja, gerne, gerne. Das Sandy Shores Airport, ne? Ja, oder Bro, wir können sogar noch, ja, doch, lass uns zum Sandy Shores Airport fahren, Leute. Ich denke mal, das ist okay. Ein faires Ding. Okay, Max, ich sag dir ehrlich, ja. Fahr los. Nein, Bro, so will ich nicht. Mach korrekt. Okay, Bro, du wirst so verlieren. 3, 2, 1. Guck mal, Leute, da ist er. Ich lass ihn extra vorfahren, weil ich glaube persönlich nicht, dass du ansatzweise überhaupt eine Chance hast. Also ich sag dir, oh Gott. Okay. Ich sag dir ehrlich, also so, ja, der marschiert schon Porsche gut nach vorne. Performance. Porsche Performance mit Crymax, aber ich habe gerade schon gemerkt. Ja, okay. Oh nein, oh Gott, ich habe einen Unfall gebaut. Nein, okay, Leute. Bro, du weißt, was man sagt. Bro, zuerst kommt jetzt krieg ich Karma. Einmal so. So, easy. So, jetzt ein bisschen konzentrieren hier. Oh, Bro, wie fahr ich denn, hä? Leute, ich fahr wie Hundehaufen gerade. Oh mein Gott, ich muss jetzt hoffen, dass Max einen Unfall baut. Bro, mein Wagen, der klebt an der Straße. Junge, hör dich. Der Porsche klebt auf der Straße. Bro, aber das Problem ist auch, die Autos sind gerade wirklich in mich reingefahren. So ein Ding war das. Bro, weißt du, was aber auch nämlich das Ding ist? Der Porsche, weißt du, warum ich genau das Modell nämlich genommen habe? Warum? Weil ich habe auch das Auto genommen, was die krasseste Traktion hatte. Für das Geld, was ich auch gekriegt habe. Und der hatte nämlich auch Full-Traktion. Okay, ich bin jetzt gespannt, was Oh Gott, Leute, wir haben uns echt ein bisschen... Vielleicht baut er aber noch einen Unfall, ich weiß es nicht, Freunde. Bro! Ich schwöre auf alles dir! Bro, und ich fahr flawless. Ja, das kannst du vergessen, Leute. Das war big mein Fail. Also vielleicht, ich geb nicht auf, Leute, never give up. Aber ich hab noch... Wie viele Kilometer hast du noch? Ich hab noch 4 Kilometer. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das wird nichts. Also ich... Dein Auto ist halt auch kleiner und kommt hier auch gut durch. Ist voll wendig. Bro, ich bin hier noch an keinem Auto hängen geblieben. Ich fahr so clean, Bro. Ja, das war's, Leute. Also das... Ja, das war's. Obwohl ich glaube, wenn ich besser gefahren wäre... Ja, das war lost, Leute. Machen wir mit Abkürzung oder die richtige Navi-Route fahren? Nee, die richtige Navi-Route, würde ich sagen. Okay. So. Ja, aber das Auto ist auch so groß, Leute. Mein Auto ist doppelt so breit wie sein Auto, Junge. Kein Wunder, warum ich hier nicht richtig durchkomme, aber... Kleiner Fahrfehler okay, hier gemacht. Okay, wichtig. Aber... Ja, ich sehe gerade, der ist an der Brücke, Leute. Alles gut. Bro, wie kann ich das verlieren, Leute? Guck mal hier, wir haben ihn noch gut eingeholt. Mashallah, Freunde. Nee. Ja, okay. Okay, sei dir gegönnt vom Herzen. Ja, Leute, aber was lernt man daraus? Ja, ich hab ordentlich Karma kassiert, Freunde. So, also das, ich sag dir ehrlich, ich gönne dir den Sieg, weil ich hab echt übertrieben wieder. Das war wirklich Karma. Aber wenn wir schon hier sind, lass mal ganz kurz, ich will mal noch einen Track Race machen, rein aus Interesse. Ja, Highspeed. Schaffst du nicht. Ja, Bro, weil deiner ist locker Highspeed so viel krasser. Nein, meiner ist auch krasser. Safe. Mich interessieren nur die Autos. 3, 2, 1, go. Hä? Bro, dein hält aber gut mit, muss ich sagen. Ja. Aber ist schon schneller deiner? Junge, meiner ist viel, viel schneller wie deiner. Überleg dir, so schnell das ist. Ja. Also, das ist schon. Ja, ist schon. Aber Bro, das ist halt trotzdem. Es kommt halt auch auf Fahren drauf an. Ich bin halt auch gefahren, gerade wirklich. Ja. Junge, ich war schon, weil ich da das eine Auto mitgenommen habe, das war ein bisschen Müllhaufen gewesen. Aber jetzt kommen wir zum Finale, Bro, um 1.000 Euro. Shoutout Battle. 1:1. So, Max, also für Shoutout Battle ist nur die Pistole erlaubt, die normale Pistole. Ja. Und ich bin gespannt, was vielleicht zu. Okay. Bro. Also. Okay. Okay, ja. Boah, ich habe hier so einen kleinen, feinen Blitzer genommen. Ja, sehr, sehr interessant, aber dein was Auto du da ist, genommen hast. Bro, dein Auto ist halt krass von hinten, ne? Ja, das habe ich nämlich auch gemerkt. Also ich muss ehrlich sagen, es war keine Taktik, es war nicht beabsichtigt. Ich habe aber beim Tunen gemerkt, Junge. Erstmal kann ich da hinten diese Klappen dran machen. Ja. Und hier hinten die Fenster an der Seite konnte ich auch nochmal so Abdeckungen machen. Das war auf jeden Fall crazy. Nicht schlecht gewesen. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Ich würde sagen, ich gehe auf die andere Seite des Flughafensgeländes. Okay. Und dann... werden wir also quasi zusammen reinfahren, dann beginnt direkt die Ballerei. Beginnt die Ballerei. Okay, Leute, wer jetzt den... Also es ist gut, ich habe relativ gutes Aim.
Aber meiner ist schnell und wendig auch. Also vielleicht könnte ich auch deine Dings ausweichen, deine Schüsse. Okay, Max, und los geht's. Let's go. Shoutout Battle. Wer holt den Final Point? Schieß direkt, Leute. Oh mein Gott, er trifft mich halt wirklich direkt. Nein. Oh, ich hab dich auch getroffen. Ja, ja. Oh mein Gott. Das Geile ist, bei GTA Online sieht man das Leben von dem anderen. Ja, ey. Bro, ich treff dich, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so ist natürlich fies, Leute. Ja! S1. Nein! Yeah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Ey, das gibt's ja nicht. Junge, ich das hatte nur Hälfte des Lebens auch noch gehabt. Also ein Headshot wäre ich down gewesen. Oh mein Gott. Aber Max. Schade. Ja, seid ihr gegönnt, Bro. Duell hab ich gewonnen, Leute. Wenn ihr noch ein Duell sehen wollt, aber vielleicht mit einer anderen Anzahl an Geld oder so, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Checkt auf jeden Fall Max ab. Da haben wir auch eine GTA Online-Folge aufgenommen. Das war's gewesen. Tschüss.